Wenn man heute von Afghanistan spricht, kommen den meisten Menschen Bilder von Krieg und Aufruhr in den Sinn. Schaut man genauer hin, findet man ein verarmtes Volk, das vollständig auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Für die vielen Probleme, die durch den jahrelangen Konflikt entstanden sind, gibt es keine Sofortlösung. Seit 2001 arbeiten Operation Mercy und CADA, die Zentralasiatische Entwicklungsagentur, mit Flüchtlingen in Afghanistan. Schon damals war die Not groß, aber nach einer extremen Dürreperiode ist sie nun ins Unermessliche gestiegen. Laut den neuesten Schätzungen der UNO stehen 7,5 Millionen Afghanen vor dem Verhungern. 5,5 Millionen Menschen sind von ausländischer Hilfe abhängig. Hunderttausende leiden. Viele leben nur von den begrenzten Nahrungsmittellieferungen des UNO-Welternährungsprogramms, die hauptsächlich aus Mehl bestehen. Vielen Afghanen fehlt nicht nur die Nahrung, sondern auch ein Dach über dem Kopf. Mitarbeiter von Operation Mercy waren schockiert über die schlimmen Zustände, als sie ein Flüchtlingslager besuchten. Viele hatten nicht einmal ein Zelt. Einige hatten Löcher gegraben und Plastikfolien darüber gespannt. Vergeblich suchten sie auf diese Weise Schutz vor der Kälte des afghanischen Winters. Operation Mercy wurde als internationale Hilfsorganisation gegründet, um den Notleidenden in dieser Welt Hoffnung zu bringen. Zusammen mit World Concern, Food for the Hungry, Northwest Medical Teams und anderen Organisationen versorgen sie die Afghanen in dieser andauernden Notlage mit Nahrung, Kleidung und medizinischer Hilfe. Operation Mercy will die Nothilfe fortsetzen und nun auch beim Wiederaufbau helfen. So werden die Teams nicht nur dringend benötigte Hilfsgüter verteilen, sondern in der verzweifelten Situation auch neue Hoffnung bringen. Bis jetzt verteilten sie 5.000 Tonnen Nahrungsmittel, 75.000 Wolldecken und Steppdecken, 46.000 Kleiderpackungen für Familien und 150.000 Paar Schuhe. Daneben bauten und reparierten die Teams aber auch 500 Kilometer Straßen, 21 Schulen, Trinkwasserprojekte in 11 Dörfern und 10 Wassertanks. 21 schools and safe water projects have been completed in 11 villages, providing 10 water tanks. Einen Großteil dieser Arbeiten haben die Afghanen selbst ausgeführt. Sie sind ein stolzes Volk und möchten nicht von Almosen leben, sondern beim Wiederaufbau ihres Landes mithelfen. Die Helfer für den Bezirk Cha'ab schätzten zuerst die Lage in den 65 Dörfern ein. Um dorthin zu gelangen, mussten sie teilweise stundenlang über schneebedeckte Pfade reisen, denn Straßen gibt es hier nicht. Sie stellten fest, dass die Nahrungsmittel in den meisten Dörfern bereits ausgegangen waren oder nur noch für wenige Wochen reichen würden. In vielen Dörfern hatten die Einwohner bereits alles verkauft, um Lebensmittel zu erwerben. In der Not verkauften sie sogar die Balken ihrer Häuser. In einem Dorf lebte eine 16-köpfige Familie, darunter zwei schwerstbehinderte Männer, die trotz allem verheiratet waren und Kinder hatten. Diese Familie konnte nur überleben, weil andere Dorfbewohner ihnen etwas von ihren eigenen Vorräten abgaben. Doch für 16 Personen reicht auch ein 50 Kilo Sack Mehl nicht lange aus. Schon seit 2 Jahren ist in dieser Gegend ein Team von Operation Mercy stationiert. Sie leben bei den Menschen, verteilen Hilfsgüter und arbeiten am Wiederaufbau. Die Not, aber auch die Möglichkeiten sind enorm und fordern die Kirchen weltweit heraus. Bitte beten Sie, dass wir weiterhin diesem leidenden Land helfen können.
Ein Mitarbeiter von Operation Mercy beschrieb sehr treffend die Gefühle aller dortigen Helfer. Obwohl wir nur Kleider und Decken verteilten, sah ich etwas Größeres in unserer Hilfe. Ich sah Hoffnung.